Die Übung hat 4 Stufen. In der ersten Stufe werden wir dieses einfache kleine Stillleben aufmerksam 1 Minute lang beide von unserem jeweiligen Sitzplatz aus betrachten. Anschließend schließen wir die Augen und lassen das Gesehene in einem zweiten Schritt aufleben in unserer Seele und lassen es zu, dass sich dieses Bild in Form einer Slow-Motion-Bewegung verändert. Es kann sich alles verändern, es muss nur langsam geschehen. Wenn wir dann ein Bild gefunden haben, das uns richtig anspricht, dann versuchen wir dieses Bild innerlich festzuhalten und in einem dritten Schritt notieren wir dieses innerlich gesehene Bild mit 2 Graphitstiften und geschlossenen Augen. In einem vierten Schritt kommt dann eine farbliche Ausgestaltung dazu. Ja, und jetzt ist es so, die sind natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben beide recht, denn unsere Bilder sind ja echt. Und jetzt ist aber die Aufgabe, aus diesen 2 doch sehr unterschiedlichen Gestaltungen doch ein Bild zu machen. Das heißt, wir suchen nach Verbindungen in diesem mittleren Bereich und können einander durchaus vorsichtig und respektvoll nahe kommen. Wir haben die Verantwortung gemeinsam für das ganze Bild. Ja, wir hatten, glaube ich, sehr unterschiedliche Bilder am Ende von dieser imaginativen Phase. Es war aber nicht schwer, sie zu verbinden. Interessanterweise, weil wir uns vom Farbklang her gut treffen konnten. Manchmal ist es viel schwieriger, 2 so unterschiedliche Gestaltungen zu verbinden. Es kann natürlich farblich geschehen. Wir haben das hauptsächlich farblich geschafft von der Verbindung her. Es kann auch bewegungsmäßig geschehen. Das war mein Ansatz mit diesem Schwung, der sich hier zu deiner Spirale einschwingt. Es kann auch durch zusätzliche Bildelemente geschehen. Also zum Beispiel, dass man irgendwelche, in diesem Fall Ranken, hochschickt, die sich von beiden Seiten treffen. Und dafür muss man sich auch gar nicht verabreden. Das ergibt sich so aus dem Prozess. Diese Übung hat auch wie viele andere Übungen viele, viele mögliche Variationen. Man könnte sich zum Beispiel mit geschlossenen Augen ein Gedeck hinzeichnen mit diesen beiden Stiften und anschließend das farblich ausgestalten und danach für den Mittelbereich, für dieses gemeinsame Essen, was man sich da auf die Teller auch legen könnte, noch gemeinsame Dinge bestellen.